Herzlich willkommen zu einem Ranked von StarCraft 2 in meinem 4 gegen 4, um auch aufzuklären, warum ich, was für ein Rang ich gekommen bin. Und holy fuck, ich starte hier mal ganz am Arsch der Welt alleine. Das macht ja mal gleich richtig. Ach da. Ich hab schon gesucht, ey, wo kommt man denn hier hoch? Yeah, wow. Auf jeden Fall sind zwei gegnerische Protoss, ein Terran und einer Zufall. Und ich bin tatsächlich Gold 1 gekommen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich bin es. So. Und da das letzte Game ja so super gelaufen ist, in dem der Gegner einfach meinte... Ja, das Depot ist gleich fertig. Einfach zwei Spieler zu rushen, der andere meinte damit seinen dummen Pilen zu arbeiten. Kanonen, Pilens. Okay, der macht einen ganz normalen Setup. War das ganz schön eine ganz tolle Runde. Und ich habe jetzt den super Plan... Okay, einfach die einfachste Methode als Terraner was zu machen, so gesehen so eine assige Taktik zu fahren, gibt es eigentlich auch nur eine Möglichkeit. Ich muss mal gucken. Okay, Kaserne. Und zwar Kaserne hinzusetzen. Ich setze bei ihm hier Kaserne hin mit der Hoffnung, er sieht das nicht. Und dann baue ich mich hier einfach vor mit Bunkern. Ich muss nur gerade gucken, ob ich das Maschinendock vorher brauche. So. Natürlich normalen Aufbau betreiben, damit man denkt, ich baue normal auf, was ich hier mache, aber darum geht's ja gar nicht. Okay, da kommt der Peilen, aber der juckt mich nicht. Also ich habe einen Protoss hier. Und der hat höchstwahrscheinlich hier keine Augen hier oben. So wie ich das sehen würde. Also setzen wir hier oben einfach eine Barrack hin. Großer Vorteil dazu. Nein! Abbruch! Abbruch! Okay, Mission ist weg. er reagiert sofort. Jungs. Wir können das gleich mal sein lassen hier. Das bringt alles nichts. Ich setze mir erstmal hier einen Bunker hin als Verteidigung. Sprinte, mein Junge. Sprinte. Na gut, das ist nicht ganz so aufgegangen, wie ich es mir gewünscht hätte. Mist. Ich müsste ja eigentlich auch mal gucken, aber ich habe hier nichts. Du darfst noch mal gerne zurückkommen, Marine, und darauf schießen. Ich will an die Goldmeer-Renner-Radien ran. So, gut, damit ist mein Superplan mal gleich den Bach runtergegangen. Yippie. Hat Spaß gemacht. War der beste Plan meines Lebens. Jo, Jungs, was macht ihr hier eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. Obwohl, warte mal, du kannst mal hier wieder oben mir ein Ding ins eine Fabrik hinsetzen. Du baust WWFs. Du kannst jetzt mal ein paar Marines hier hinpumpen. Okay, dann baue ich doch ganz normal. Ganz normalen Terraner-Setup. Was anderes bleibt mir ja jetzt hier nicht über. Wo geht der denn hin? Okay, der geht nach da drüben. Ist halb so wild. So, du ab hier ran, Jungs. Ich brauche die Mineralien. Wenn du fertig bist, du baust das, dann baust du hier noch bitte noch das hier hin. Du kommst mal her, baust mir mal hier zwei Supply-Depots. Gleichzeitig auch mal zu gucken. Hier ist nichts. Hört ja rein theoretisch, weil als Protoss hat man es natürlich leichter. Man setzt einfach einen scheiß Pylon hin. Der ist auch viel kleiner als so ein Kaserne. Weil der Vorteil wäre jetzt, ich könnte jetzt hier Truppen reinsetzen und würde mich jetzt mit Bunkern so langsam vorarbeiten bei ihm. Die Bunker geben mir dann natürlich preis-leistungstechnisch einen enormen Vorteil. Das kannst du aber knicken, dass ich die Mineralien sende, mein Kumpel hier. Das kannst du abschmatzen, Junge. Da kriegst du keinen Pfennig von mir. Aber natürlich noch nicht gelaufen. Ja, nicht genug Mineralien. Das Problem, nicht Mineralien, das Problem ist das Gas. Ich brauche jetzt Gas momentan. Mein Junge, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, aber... Oder ob das überhaupt jemand juckt, aber der Junge hat auch nur eine Base als Zerg. It's over. Also, ist nicht auf jeden Fall nicht over, aber... Oh, das geht ganz schön auf seine Ressourcen. Junge, du darfst hier mal eben mit rüberkommen, du darfst weiter pumpen. Ey, sag mir bitte nicht, die lassen sich jetzt von einer Scheißeinheit da fertig machen. Ist der fertig? Jawohl, ey, komm mal her. Ich bin auch viel zu langsam. Warum ich auf Gold gekommen bin, weiß ich nicht.
Was der Zerg-Spieler da betreibt, weiß ich auch nicht. Warum der Die dann Basis unserer Verbündeten ist hier im mit in dieser Umbruch. Liga spielt. Wo sind meine WBFs Die alle? Basis unserer Verbündeten wird Jungs, angegriffen. ihr solltet längst sowas bauen. Und dann brauche ich dich und du baust mir bitte noch mehr Kasernen hier hin. Meine Jüde, alles muss man hier selbst machen. Bitte mal ein bisschen mehr Einheiten hier raushauen. Nicht genügend Du baust mir Minerale. einfach schöne Minen hin. So. Dahin. Dich kramen wir jetzt einfach mal ein. Die will ich nämlich eigentlich zum Gegner fliegen, aber ich bin viel zu langsam. Und, Alter, was machen die Zergspieler? Also, das ist jetzt schlau, was er macht, aber er hat seine komplette Base so gesehen auch geopfert. Gut ist jetzt, er zerstört die Economy vom Feind. Er gleicht das jetzt einigermaßen aus. Seinen absoluten Fail. Aber naja, gut. Der auch. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, er kann das bauen. So gesehen, Raketenturm. werden angegriffen. Das ist auch eine Sache, die ich bräuchte eigentlich. Einmal hier überall so ein Teil, einmal. Nee, 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 nee. Spiel Ach, komm! Spiel Wow, fortgeschritten. jetzt werden. Alter, die Gegner gehen auch. Die wurden ja komplett Unsere auseinandergenommen. werden angegriffen. Holy fuck, der reißt das mit seinem Mutas. Er hat zwar seine ganze Base verloren, aber er reißt das mit seinen ganzen Mutas. Und ich mach mal wieder so ganz viel, einfach gar Nicht nichts. genügend So, Minerale. wo sind denn meine Minen? Meine Minen. So, Junge, da kommt das bitte ran. Unsere Dahin, Verbündeten werden drei. Oh, angegriffen. Alter, ich bin viel zu langsam in diesem Spiel geworden. Einmal rein da und dann darfst du auch direkt mal losfliegen hier. Go, 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 go. Ja, Mineralienfeld erschöpft. Hier, ihr kommt mal alle bitte einmal mit an die ergiebigen Mineralien. Das bringt mir viel mehr. Erweiterung Wenn du fertig fertiggestellt. bist, dann baust du mir hier auch noch gleich eine Nahrungs- neue und Base hin. Und ihr Futtermittelquellen pumpt jetzt einfach liefern. Truppen. Truppen, Truppen, Truppen. Upgrade. So einfach ist das. Nicht genügend Das noch Erweiterung erforschen. fertiggestellt. Und weiter Medizin. Truppen Die raushauen. Basis Wo ist unserer mein Medivac? Verbündeten Warte wird mal, einmal eben angegriffen. gucken. Okay, Die betreibt er Basis nicht. unserer Verbündeten Upgrade Oh nein, angegriffen. nein, nein, nein. Was mache ich da? Oh, Junge, du sollst da einfach durchfliegen. Oh, du sollst da nicht durchfliegen. Abbruch. Abbruch. Ui, 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 ui. Da hat aber was stehen. Na ja, gut, dann Unsere Verbündeten werden einmal angegriffen. gucken. Gehst hier Unsere einfach hin als Verbündeten Scout. werden Na, angegriffen. der hier gar Die nicht. Basis unserer Was Verbündeten macht denn der Junge? Alter, was hat denn der? Der hat sich hier voll wird eingeigelt mit Kanonen, wie als ob ich den rushen würde. unterwegs. Unsere Oh Verbündeten oh. werden Oh angegriffen. shit. Die Basis Oh, unserer er hat Luft, er hat Luft, er Verbündeten hat Luft. angegriffen. Jungs, komm mal wieder her. Klatsch mir hier mal bitte noch ein Jetzt bisschen können mehr wir hin. endlich bauen. Du kannst hier mit zu Erlaubnis den für Upgrades Einheiten, du gräbst sie auch einfach mal ein als Verteidigung. erschöpft. Ran da. Nicht angegriffen. So, ran, ran, ran. Ich muss jetzt hier erstmal pumpen. Truppen, Unsere Truppen. Verbündeten werden Truppen, angegriffen. Truppen, Truppen bauen. Die Basis unserer Absolut wichtig Verbündeten jetzt. wird angegriffen. Er hat jede Menge Lufteinheiten, das muss ich gleich ausspielen von ihm. Okay, die hätte eher auf die Goldmineralien setzen sollen, aber egal. Der Bunker ist unnötig. Unsere Aber ey, die Verbündeten machen werden das. angegriffen. Okay, jetzt werden die gemacht. Also irgendwie ist das hier so, jeder macht mal eine Base kaputt. Außer ich. Ich spiele so ganz locker flockig vor mich hin. Versuch hier mal eine Sache, versuch mal eine andere Unsere Sache. Verbündeten Nix werden klappt davon, angegriffen. aber. Ah ne, jeder. Man, mich lässt man in Ruhe. Unsere Das Verbündeten finde ich werden gut. angegriffen. Lass sie alle fighten, ne? Ich mach das Late Game. Sollen sie das alles untereinander klären? Oh, bitte da an das Gas. Läuft doch hier alles. Einmal hier gucken, was sie so haben. Ein paar Phasengleiter, da steht noch ein bisschen was. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Die pumpen weiter. Ihr könnt hier nochmal get sowas Einsatzbereit. hinbauen. Und sowas hinbauen. Ich will nämlich sehen, wenn er kommt. Und dann dürft ihr weiter daran. Ihr Papa. Einmal das hin. So, Vikings. Die Vikings. Ihr habt natürlich ihren Sinn. Die Basis unserer Du Verbündeten pumpst wird nämlich schön angegriffen. brav weiter Vikings einfach für mich. Einsatzbereit. Kann man mal runterfahren. So, dann weiter. Ah, Marines pumpen. Marines. Ich muss viel mal. Ich habe viel zu Einsatzbereit. viele Mineralien. Erweiterung Einfach fertiggestellt. raushauen. Unsere Basis unserer Du kannst mal eben Verbündeten wird herkommen. Alter, angegriffen. was machen denn meine Mitspieler hier? Ich muss in den Angriff gehen. Das geht so nicht weiter. Kommt mal her, Jungs. Alle zusammen. Go, go, go. Ja, gehen wir nicht auf den Sack mit Depots jetzt hier. Kommt mal her, Jungs. So, dann haben wir genug Depots. Gott, oh Gott, ey. Nein, falsches Upgrade. Bitte Vikings bauen. Die
Du kannst mir ein paar Tore hier hinsetzen. So, und ihr pumpt einfach weiter und wir marschieren jetzt vor. Ey, scheiß aufs Verteidigen. Ja, Attack, das habe ich ja vor. Jetzt irgendwie nach 10 Minuten greife ich mal an. Vikings, ihr dürft einfach mal hier eben durchfliegen, transformieren. Also, ich weiß nicht, was dieser rote Spieler gemacht hat. Also seine Einheiten, glaube ich, stehen jetzt eh rechts. Also, davon mal abgesehen. Haut mal eben den Nexus weg. Ihr dürft euch wieder in die Luft bewegen, falls gleich was kommt. Und dann marschieren wir aber weiter. Go, 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 Jungs. Ja, mit was? Alter, die werden komplett vom Rot. Ach, der Rote greift komplett da an. Ja, Jungs, Jungs, ihr dürft nochmal ruhig hier hinten bleiben. Ihr dürft ruhig nach hinten fliegen. Und ihr baut mir einfach weitere Vikings. Vikings an die Macht. Vikings, Vikings. Ich baue einfach Vikings. Ihr puppt mir einfach Marines und wir hauen jetzt einfach Truppen raus. Truppen, Truppen, Truppen. Das ist der Sinn. Weil die Base von ihm, den zerlege ich eh. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Oha, Alter, was haben die denn hier aufgestellt, die Jungs? Ja, mal die Pylons weghauen, so. Da ist die Base hinüber. Ja, mal die komplette Base weg, Mann, hier. Weg. Alter, was hat der denn? Hat der echt gedacht, ich habe hier einmal eine Kaserne hin. Also die Kaserne hat ihren Sinn erfüllt. Was der hier an Abwehr aufgebaut hat, ist ja nicht normal. So, und dann reißt ihr hier jetzt einfach alles einmal ein und dann könnt ihr mit zurückkommen. Währenddessen bewege ich jetzt meine Truppen mal hier rüber. Ich habe ja eine ganze Viking-Armee ready. Für den Fight. Jetzt geht's hier los. Go, go, Jungs. Alle mit hier rüber. Scheiße. Ah ja, ich kann ja einfach das machen. Kommt, Jungs, rauf da. Wo bist du? Rauf da. Geh mir nicht mit Energie auf den Sack. Ich habe genügend Ressourcen. Wo ist die Feind nicht? Jungs, wir müssen auch! Der ist ja schon bei meiner Base! Ich komme überhaupt nicht hinterher hier so. Ich bin hier voll in meiner eigenen Welt gerade mit meinen Einheiten bauen. Der fliegt da hier mit 10.000 Truppen rum. Kommt mal her, Jungs, wir machen das. Nein. Wir machen das jetzt ganz einfach. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Jungs, bitte mit an den Fight hier. Ich brauche mal hier ein paar mehr Vikings. Haut sie weg, Jungs. Und ihr dürft einfach mal ein paar mehr Marines pumpen. Jawohl, wenigstens er verliert seine Truppen. Jetzt ist... Ich hab ja nichts mehr. Wo ist meine Armee? Jungs, zur Verteidigung. Wieso haben... Ey, man, die Spieler sind ja komplett alle tot. Wir müssen einfach in den Gegenangriff gehen hier, Jungs. Go. Go, go. Da drüben ist noch eine Base. Mann, Jungs müssen sich einfach nur aufbauen. Dann läuft das schon wieder. So, jetzt ist der Angriff auch abgewehrt. So, ey, geht mir hier nicht auf den Leim. Jetzt muss ich nur noch die Basen suchen, die er hat. Suchen wir die letzten Basen. Junge, 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 kann doch nicht wahr sein. So, jetzt geben sie auch alle auf. Das ist richtig so. Ja, voll. Erstes Make-It gewonnen, was daran lag, dass man mich in Ruhe aufbauen gelassen hat. Und zwar wirklich komplett in der Ruhe. Die wurden... Okay. Platin 2. Okay. Ich möchte mal sagen, das Spiel wäre fast verloren gegangen, weil ich so passiv war. Man sieht es wahrscheinlich an der APM. Oh, ich bin sogar ganz vorne bei der APM. Wow, Respekt. Aber gut, das lag wahrscheinlich auch daran, dass die Gegner sich alle gegenseitig die Basen vernichtet haben und ich da mit 4 Basen gespielt habe. Ein Income von was weiß ich nicht wie vielen. Okay, einheitentechnisch. Achso, vernichtet. Wenn man sich das anguckt, gebaut und dann, was ich nur vernichtet habe. Also, gut, ich habe Gebäude vernichtet, da muss man dazu sagen, ganz viele, aber ich habe nichts gemacht. Ich eine Kaserne gebaut, dafür hat er 100 Kanonen hingesetzt in seine Base und ist dann rüber zu meinen 3 Verbünden gegangen. Ich habe mich einfach aufgebaut. Ich hätte viel früher angreifen müssen, also ihn unter Druck setzen müssen, meinen Verbündeten helfen sollen. Egal, gewonnen ist gewonnen. Am Ende war meine Economy, glaube ich. Man kann ja mal eben hier Abbaurate Ressourcen. Also man sieht, sie hauen sich alle selbst runter. Ab hier ist keiner mehr gestiegen. Da ist es nur noch abwärts gegangen. Und bei mir, erst hier ist es wirklich eingebrochen. Aber selbst hier, also ich bin halt dreimal so hoch wie die letzten Mitspieler, Feinde, wie auch immer. Ja. Obwohl, ich glaube, es sind meine Mitspieler sogar noch. Also. Da war halt nichts mehr an Economy, was die hatten, im Gegensatz zu mir. Und das hätte ich eigentlich ausnutzen müssen.
Habe ich mir aber dumm angestellt. Aber egal, gewonnen ist gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.